Die Brücke der U-Bahn-Linie 6 über die Donau, besser gesagt der Rad- und Fußgängersteg daneben, ist ein gutes Habitat für Brückenkreuzspinnen. Abgrund ist natürlich die künstliche Beleuchtung des Stegs mit Leuchtstoffröhren. Das lockt in der Nacht die Beute an. Interessant wird es allerdings erst nach Sonnenuntergang. Na, die Tierchen sind ja schon einigermaßen aktiv, wie man sehen kann. Und nun etwas näher, soweit das der Autofokus meiner Kamera erlaubt. Die Hauptbeschäftigung ist kein Wunder. Netze bauen und reparieren. Hier nun in der klassischen Position im Zentrum des Netzes. Etwas Zoff zwischen Spinnenmännchen, das sind die Schlankeren. Hoffentlich taucht bald so etwas wie Beute auf. Na, da ist ja schon etwas. Offenbar eine Eintagsfliege. Und schon hat's eine erwischt. Irgendwie witzig, dass sich gerade einer der kleinsten Spinnen die Fliege geschnappt hat. Na, fürs erste einmal präpariert. Und schon wieder eine im Netz. Und jetzt geht's ans Einwickeln. Und die hat auch ein dickes Paket. Sachgerecht verarbeiten und dann ab in die Vorratskammer.